war einmal ein kleines Mädchen, dem war Vater und Mutter gestorben. Und es war so arm, dass es kein Kämmerchen mehr hatte, darin zu wohnen und kein Bettlein mehr, darin zu schlafen. Und eigentlich gar nichts mehr als die Kleider allein und ein Stück Brot in der Hand, das ihm ein mitleidiges Herz geschenkt hatte. Es war aber gut und fromm. Und weil es so von aller Welt verlassen war, ging es im Vertrauen auf den lieben Gott hinaus ins Feld. Da begegnete ihm ein armer Mann, der sprach: Ich bin der Prinzessin. Das Mädchen gab ihm das ganze Brot und sagte: Gott segne dich. Und ging weiter. Da saß ein Kind, das jammerte und sprach: Ich glaube, der Mann hat mich mit der Affen gekommen. Da tat es seine Hose ab und gab sie ihm. Und als es noch weiter ging, traf es wieder auf ein Kind. Ach bitte, bitte, gib mir deine Jacke. Und so gab es auch die Jacke ihm. Und als es noch weiter ging, traf es wieder ein Kind. Da sprach: Bitte, bitte, gib mir doch dein Röckchen. Und so gab es ihm sein Röckchen. Endlich gelangte es in einen Wald und es war schon dunkel geworden. Da kam noch ein Kind und bat um ein Hemdlein und das fromme Mädchen dachte: Ach, es sieht mich ja eh schon. Und gab auch noch sein Hemd. Und wie es da so stand und gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal die Sterne von ihm und waren lauter, harte, blanke Gala. Und auch wenn er sein Hemdlein weggegeben hatte, so hatte es ein neues an. Und das war aus reichster Seite. Da sammelte es sich in Gala hinein und war reich für sein Leben lang.